Hallo, hier ist wieder Freddy Krüger 91527 Weihnachtszeit 2012, Folge 13. Allerdings ist heute Donnerstag und nicht Freitag. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir in den Finger geschnitten und so auf Arbeit. Kein großartiger Tag, obwohl das war eigentlich noch gestern gewesen, das war so gegen 23 Uhr. Also ist der Mittwoch der 12. sogar noch schlimmer als Freitag der 13. Oder Donnerstag der 13. Oder ist ja auch egal. Aber hey, ich habe endlich neue Batterien in meine Kamera gesteckt. Da muss ich gleich mal ausprobieren. Wer weiß, vielleicht sind sie ja scheiße oder so. Dann muss ich sie zurückbringen und mein Geld zurückverlangen. Ich habe einen 12-seitigen Garantiezettel auf diese Batterien. So. Das ist mein Weihnachtsteil. Weil das den noch keiner kennt. Und die 13 ist hier unten. Welchen komischen Korb. Da ist ein Hündchen, aber verdammt, ich werde das Hündchen leider verfehlen. Ich werde nur den Korb kaputt machen. Ganzen motorisierten Sachen. Das ist mal ein Motorrad. Das sieht sogar cool aus, das Teil. Und dahinter ein Haufen Geschenke und ein Teddybär. Ey, das ist Hilfe? Nein, das sind Nüsse und nur Hunde. Also ein Arsch voll Geschenke und ein Pedobär. Hinter einem Körbchen mit einem Arsch voll Geschenke. Eigentlich keine so große Überraschung. Ausgegangen. So. Ähnliche Fußboden. Ja. Motorrad. Steht aber leider nicht drauf, was es ist. Könnte eine Harley sein. Vielleicht ist es aber auch mal eine MZ. Hauptsache laut. Und anständige Bereifung. Der Schnee liegt nämlich immer noch draußen. Ja. Zumindest auf den Straßen ist es echt ätzend. Dadurch, dass die Autos immer wieder drüber fahren, ist das so eine komische, pumpige Pampe. Und darauf zu fahren ist schon ein bisschen scheiße. Aber auf dem Gehweg kann ich auch nicht fahren, weil da irgendwie alle 20 Meter eine Querstraße kommt und der Bordstein nicht abgesenkt ist, sodass man da jedes Mal machen muss. Dem Geschmack nach war da wieder Soße drin. Das schmeckt echt wie diese komischen Kinderriegel. In 3,75 Stunden muss ich schon wieder zur Arbeit. Aber das ist wenigstens der letzte Tag. Und dann kommt ein langes Wochenende, weil ich nächste Woche Spätschicht habe. Da muss ich dann erst nachmittags zur Arbeit. Und dann ist ja auch bald Weltuntergang. Naja, bis denn.